Die beste Fußballmannschaft Deutschlands wird jedes Jahr durch die Bundesliga entschieden. Aber in diesem Video wird sie durch ein Bundesländer-Battle entschieden. Das Konzept ist einfach. Der beste Verein jedes Bundeslands repräsentiert das Bundesland auf dieser Deutschlandkarte. Und wir werden zuerst dieses Glücksrad drehen, um ein Team auszuwählen und danach diesen Pfeil hier, um zu bestimmen, in welche Richtung das Team angreifen muss. Wenn das Glücksrad also zum Beispiel auf dem FC Bayern landet und der Pfeil nach Norden zeigt, dann würde Bayern Thüringen einnehmen, da Thüringen keine Mannschaft in FIFA 23 hat und daher das Gebiet auch nicht verteidigen kann. Aber meistens wird der Pfeil auf ein anderes Team zeigen und die beiden Mannschaften müssen dann in einem direkten Duell gegeneinander antreten. Das Siegerteam bekommt dann die Herrschaft über das gesamte Gebiet und das Verliererteam scheidet aus. Und ich werde das Ganze so lange wiederholen, bis nur noch eine Mannschaft überbleibt, die dann ganz Deutschland regiert. Und wir drehen jetzt zum ersten Mal das Glücksrad und gucken, welches Land als erstes angreifen wird. Und es sieht nach dem VfL Wolfsburg aus. Und angegriffen wird nach unten rechts. Und ziehen wir von Wolfsburg einen Pfeil nach unten rechts, dann landen wir beim FC Magdeburg in Sachsen-Anhalt. Und das wird also unser erstes Duell. Aber was ich euch bisher noch nicht gesagt habe, wir spielen nicht im normalen Modus, sondern im Survival-Mode. Heißt im Klartext, nach jedem Tor wird ein Spieler eliminiert. So haben auch die kleinen Teams hier eine Chance. Und das Bundesländer-Battle ist hiermit eröffnet. Die Wolfsburger legt direkt los wie die Feuerwehr, scheiterten aber sowohl in Minute 5 als auch in Minute 15 am Aluminium. Wind und oh, wieder Latte, das gibt's ja nicht! Danach kamen die Magdeburger besser ins Spiel und zwangen Wolfsburg Schlussmann Castells zu zwei spektakulären Flugeinlagen. Junge, Junge, was für eine spannende erste Halbzeit hier in Magdeburg. In der zweiten Halbzeit drückten die Wölfe auf den Führungstreffer, aber wieder war es Magdeburgs Schlussmann Reimann, der die Null festhielt. Oh, Dreimann hat den Nächsten! Alter Schwede, der Kerl hält Magdeburg hier noch im Rennen. Aber dann passierte es. Und jetzt aber Minute 83, Bornau erzielt das 1:0 für Wolfsburg und das erste Tor in dieser Challenge. Und wegen dem Survival Mode muss Bornau jetzt den Platz verlassen, allerdings nur für dieses Spiel. Das Spiel schien gelaufen, aber in Minute 88 geschah das unfassbar. Schuler, Schuler mit dem Ausgleich, das gibt's doch nicht, Magdeburg kommt nochmal zurück. Aber damit noch nicht genug, Magdeburg hatte noch die eine letzte Schuler. Chance. Schuler hat die Chance nochmal und Schuler macht ihn in der Nachspielzeit und Magdeburg nimmt einfach Wolfsburg raus. Ich glaube das nicht, Freunde. Aber tatsächlich, Magdeburg gewinnt mit zwei späten Toren das Spiel, verteidigt Sachsen-Anhalt und übernimmt jetzt auch Niedersachsen. Und der VfL Wolfsburg ist raus. Dem FC Magdeburg gelingt also die erste Überraschung, aber das war noch nicht alles. Denn was ich euch noch nicht gesagt habe, um das Ganze noch spannender zu machen, darf sich das Siegerteam immer danach mit einem Weltklasse-Spieler seiner Wahl verstärken. Und der FC Magdeburg holt sich straight Kylian Mbappé. Und wir drehen ein nächstes Mal das Glücksrad, um Duell Nummer 2 herauszufinden. Und da spielt einfach wieder der erste FC Magdeburg, dieses Mal aber als Angreifer. Und sie attackieren nach Westen. Und dort wartet der BVB. Aber gut, Magdeburg hat jetzt Kylian Mbappé und vielleicht können sie wieder überraschen. Doch die ersten Minuten gehörten dem BVB. Oh. Aber Adeyemi mit der ersten Chance und Reimann hat den nächsten. Aber dann kam auch Magdeburg zur ersten Torschance. Artig frei durch und erste Chance für Magdeburg. Junge, Junge, wieder ganz schön was los hier. Und 10 Minuten später war es dann soweit. Auf Müller, auf Mbappé, Kylian Mbappé und Magdeburg führt tatsächlich auch gegen Dortmund mit 1:0. Digga, Mbappé in dem Magdeburg Trikot. Das ist zu wild, Freunde. Reimann hielt noch einen Schuss von Adeyemi, aber dann war Schluss. Und Freunde, das ist hier tatsächlich die nächste Sensation. Magdeburg schlägt den BVB und übernimmt neben Niedersachsen jetzt auch Nordrhein-Westfalen. Und außerdem holen sie sich noch Thibaut Courtois fürs Tor. Klar, Torhüter Reimann war bisher eine Wucht, aber Thibaut Courtois ist da schon noch eine andere Hausnummer. Denn der FC Magdeburg besitzt das größte Gebiet und das will auch verteidigt werden. Der BVB wird vom Glücksrad entfernt und wir drehen wieder das Rad. Und dieses Mal ist es nicht Magdeburg, sondern Holstein Kiel. Und in welche Richtung muss Kiel angreifen? Nach oben rechts. Ja gut, und da wird Mecklenburg-Vorpommern attackiert und das heißt Holstein Kiel gegen Hansa Rostock. In einem offenen Schlagabtausch gingen die Rostocker in Führung, mussten aber den Ausgleich der Kieler hinnehmen. Kurz vor Schluss gelang Hansa aber der erneute Führungstreffer. Doch Sekunden vor dem Schlusspfiff erzielte quasi Reed den Ausgleichstreffer. Quasi Reed, wohl eher quasi mit dem Schlusspfiff. Okay, ja, der war schlecht, Freunde. Unentschieden nach regulärer Spielzeit. Zum ersten Mal muss ein Elfmeterschießen hier die Entscheidung bringen. Wer hög für Hansa Rostock? Und den ersten hat der Kiel-Torhüter. Oh mein Gott, Mühling! Und der macht den ersten für Kiel. Dressel für Hansa Rostock, schon etwas unter Druck in die Mitte. Reed macht ihn nicht! Und Hansa verschießt den nächsten. Luis Holt wieder Ex-Schalker. Sü, macht's für Holstein Kiel. Fröde für Rostock. Trifft. Fabian Reese für Kiel, auch der macht's. Und das ist der erste Matchball. Ingelsson muss für Hansa treffen, sonst sind sie raus und Mecklenburg-Vorpommern ist noch im Rennen. Aber wenn Schulz trifft, ist Kiel weiter und Rostock raus und
Er trifft. Und Holstein Kiel holt sich mit Benzema einen Weltklasse-Mittelstürmer. Ja, der wird da vorne mit Reese sicher Welle machen. Holstein Kiel übernimmt also die Kontrolle über den Norden. Hansa Rostock wird vom Glücksrad entfernt. Und wir drehen genau dieses Glücksrad ein nächstes Mal. Und der nächste Verein ist Union Berlin. Und ein Blick auf die Karte zeigt, da brauchen wir gar nicht drehen, denn das Bundesland nebenan ist Brandenburg. Dort gibt's keinen Verein, also übernimmt Union Berlin. Jetzt auch Brandenburg. Und wir drehen direkt nochmal das Glücksrad. Und es landet einfach direkt wieder auf Union Berlin, Freunde. Aber gut, dieses Mal werden sie angreifen müssen und es geht nach unten links. Und dort ist Magdeburg. Eieiei, und ihr seht schon, da geht's jetzt um ein richtig dickes Gebiet, Freunde. Dann gucken wir mal, ob Magdeburg es mit Courtois und Mbappé auch mit Union Berlin aufnehmen kann. Mbappé auf Müller, auf Arti, komm, schieß, und fünfte Minute und Magdeburg führt tatsächlich schon wieder. Also schön langsam werden die unheimlich. Mbappé mit dem zweiten. Es ist unfassbar, was Magdeburg liefert. Freunde, Magdeburg schlägt auch Union Berlin und übernimmt jetzt auch deren Gebiet. Und das Herrschaftsgebiet von Magdeburg kann sich jetzt schon wirklich sehen lassen. Einzig der kleine Zwergstadt Werder Bremen spuckt hin und da noch in die Suppe. Und Magdeburg verstärkt sich weiter. Dieses Mal im zentralen Mittelfeld mit Kevin De Bruyne. Und ich muss sagen, mittlerweile sieht der Kader schon ganz in Ordnung aus. Und der nächste Angreifer heißt zum ersten Mal Bayern München. Und sie attackieren nach Westen und dort geht es gegen den SC Freiburg. So, Amigos, und da erwarte ich mir jetzt ein spannendes Duell. Bayern hatte das Spiel im Griff, aber hatte noch nicht wirklich gefährliche Torchancen. Doch dann kam die 58. Minute. Ja, wieder auf Mané, Sané auf Mané, und das ist die Traumkombi und die Bayern führen. Und das war dann auch der Endstand. Die Bayern besiegen also knapp, aber doch mit 1-0 den SC Freiburg und übernehmen jetzt Baden-Württemberg. Und die Bayern holen außerdem einen verlorenen Sohn zurück. Robert Lewandowski wechselt zurück zum FC Bayern München. Und ganz ehrlich, mit Lewandowski da vorne drin, wer soll dieses Team bitte schlagen? Naja, außer Magdeburg natürlich. Und damit hat der FC Bayern jetzt also auch das zweitgrößte Gebiet in Deutschland. Und wir drehen wieder das Glücksrad. Und die nächste Attacke startet RB Leipzig. Und die Leipziger attackieren tatsächlich nach Westen und übernehmen das freie Thüringen. Somit gibt es ab jetzt keine freien Gebiete mehr und um jedes Gebiet muss gekämpft werden. Und den nächsten Angriff startet Holstein Kiel und zwar nach Südwesten. Und da ist jetzt die Frage, wer ist der Gegner im Südwesten? Denn zieht man den Pfeil hier entlang, ist es der FC Magdeburg, aber zieht man ihn hier entlang, ist es der HSV. Und ich hätte jetzt mal gesagt, es ist der HSV. Unser nächstes Duell ist daher das Nordderby, HSV gegen Holstein Kiel. Und in einem heiß umkämpften Spiel ging tatsächlich der HSV in Führung. Jetzt aber Glatzel mit dem 1-0 für den HSV. Und Kiel lief die Zeit davon. Es war bereits die 88. Spielminute. Aber jetzt vielleicht nochmal Kiel, Benzema, und der macht's natürlich. Und der HSV verkackt schon wieder. Das muss man erstmal realisieren. Und das Nordderby muss also tatsächlich im Elfmeterschießen entschieden werden. Benesch verschießt den ersten für Hamburg. Holstein Kiel hat den Vorteil und die machen den ersten. Es geht hier um den Norden. Jatta für den HSV und auch dem versagen die Nerven. Karim Benzema, warum darf der schießen im Elfmeterschießen? Hä? Der war doch ausgeschlossen. Aber egal, er trifft auf jeden Fall. Dompe für den HSV unter Druck in die Mitte. Und jetzt hat Holstein Kiel den Matchball. Luis Holtby macht's und Holstein Kiel behält die Herrschaft im Norden. Und übernimmt jetzt auch Hamburg. Gut, zugegeben nicht der größte Gebietszuwachs, aber ein Gebiet mehr ist ein Gebiet mehr. Und außerdem dürfen sich die Kieler ja noch verstärken und sie holen sich Jan Oblak für den Kasten. Naja, mal gucken, ob die mit Oblak und Benzema den Norden auch verteidigen können. Und unser nächster Angreifer heißt RB Leipzig. Die große Frage ist, wohin wird attackiert? Und es ist Richtung Süden und das ist ein Duell mit dem FC Bayern München. Die ersten zwei Chancen gehörten zwar den Bayern, aber dann wurden sie von Leipzig förmlich an die Wand gespielt. Aber ein Bayer stemmte sich vehement gegen die Niederlage. Torwart Manuel Neuer lieferte 4 Glanzparaden, aber bei Versuch Nummer 5 war auch er machtlos. Nkunku Silva, jetzt ist aber ganz weit durch Silva und jetzt macht er das 1-0 für Leipzig. Und jetzt ist ihr Druck auf den Bayern. 20 Minuten haben sie noch Zeit, um nicht ihr gesamtes Gebiet zu verlieren. Kann Bayern nochmal gefährlich werden? Kimmich, auf Mané, auf... Oh, und Blaswitsch hat ihn! Letzte Sekunde, das war die Großchance für die Bayern. Aber jetzt vielleicht nochmal nach dem Eckball. Neuer ist mit vorne. Mané, auf Davis. Neuer, vielleicht zieht er ab. Mané, und das war's. Und Leipzig zerstört den FC Bayern und nimmt das komplette Gebiet der Münchner ein. Und die Bayern sind raus. Aber damit nicht genug. Leipzig schnappt den Bayern auch noch Robert Lewandowski weg. Den nächsten Angriff sollte Holstein Kiel nach Norden führen, aber da ist niemand. Daher habe ich das Glücksrad nochmal gedreht. Und wieder greift Leipzig an, und zwar dieses Mal Eintracht Frankfurt. Können die Hessen die übermächtigen Leipziger bezwingen? Wir finden es raus. Dieses Mal legte Leipzig direkt gut los. Lewandowski für die Leipziger. Schoboschlei, oh, Trapp! Wie hat der Ding denn gehalten, bitte? Oh mein Gott. Aber kurze Zeit später ließen Nkunku, Kevin Trapp
keine Chance. Nkunku versucht's wieder und das ist ein Traumtor. Und Leipzig führt auch gegen Frankfurt. Zwar konnte sich der Frankfurt-Keeper im Duell mit Lewandowski noch einmal auszeichnen. In Minute 53 war aber auch er machtlos. Kann er jetzt das 2-0 machen? Lewandowski mit dem Innenpfosten und was ein Traumtor. Leipzig führt mit 2-0. Kann die Eintracht da nochmal zurückkommen? Nope. Und Leipzig gewinnt auch dieses Spiel mit 2-0, reißt sich Hessen unter den Nagel und hat jetzt auf jeden Fall das größte Gebiet in ganz Deutschland. Und außerdem mit Manuel Neuer jetzt auch einen der besten Torhüter der Welt. Und nach dem Ausscheiden der Eintracht sind noch 6 Mannschaften übrig und den nächsten Angriff führt Mainz 05. Oh, das ist gut, die waren noch gar nicht dran und sie greifen nach Südwesten an und dort ist einfach nur das kleine Saarland. Aber gut, dann lautet das nächste Duell eben Mainz 05 gegen den FC Saarbrücken. Und dieses Tor von Onisivo reicht für die Mainzer für einen mageren 1-0 Sieg und zur Übernahme des Saarlands. Gut, ob sie das dann auch wirklich wollen, ja, das ist eine andere Frage. Was die Mainzer aber sicher wollen, ist eine Verstärkung mit Erling Haaland. Und dann waren es nur noch 5 und den nächsten Angriff führt Werder Bremen und da brauchen wir wieder nicht drehen, denn ja, da gibt's nur einen Gegner, den ersten FC Magdeburg. Es ist das Duell David gegen Goliath, das kleine Werder Bremen gegen den riesigen FC Magdeburg. Junge, und genau dafür liebe ich diesen Spielmodus. Wenn du das auch so siehst, dann lass doch gerne ein Sü auf dem Like-Button da. Dann kann ich das vielleicht auch nochmal mit anderen Teams machen. Und Magdeburg wird schon wieder zum ersten Mal gefährlich. Artig in die Mitte zu De Bruyne. De Bruyne mit dem 1-0 gegen Werder. Das gibt's nicht. Was ist mit Magdeburg los? Ohne Spaß, schön langsam wäre das eine Überraschung, wenn die das Ding hier nicht gewinnen sollten. Aber Werder Bremen schlug im Gegenzug direkt zurück. Füllkrug mit dem Ball auf Duxch. Duxch ist frei durch. Duxch, Ausgleich. Und Werder Bremen hat Magdeburg hier immerhin was entgegenzusetzen. Nach dem Seitenwechsel war es aber wieder der erste FC Magdeburg. Mbappé wieder, das ist gefährlich und Elhan Kouri, Magdeburg ist wieder in Führung. Unfassbar. Doch die Bremer, die gaben einfach nicht jetzt auf. Vielleicht die Bremer, Füllkrug muss in die Mitte spielen. Füllkrug zurück auf Schmid und jetzt ist der Ausgleich da. Bremen gleicht nochmal aus. Und es blieb beim 2-2 und daher musste ein Elfmeterschießen die Entscheidung bringen. Ullmann mit dem ersten für Magdeburg und der verwandelt. Füllkrug, ganz sicherer Schütze für Werder. Oh, unterkante Latte und der ist nicht drin. Vorteil Magdeburg, Artig macht den zweiten. Und Bittencourt hat jetzt schon Druck für Bremen, aber er macht's. Müller gegen Pavlenka. Pavlenka hat den ersten. Weiser kann ausgleichen oder hat Courtois. Courtois bleibt stehen. Oh Gott, ist der schlecht. Piccini für Magdeburg. Mach es, Junge, er macht es. Und jetzt hat Magdeburg den ersten Matchball. Pieper muss hier gegen Thibaut Courtois treffen. Ganz wenig Tempo. Schießt er in die Mitte. Lupft in die Mitte und Courtois hat den. Und Magdeburg gewinnt auch gegen Werder Bremen. Zugegeben, das Herrschaftsgebiet von Magdeburg wird durch diesen Sieg nicht recht viel größer. Aber wen die alles ausgeschaltet haben, Werder Bremen, Borussia Dortmund, den VfL Wolfsburg oder auch Union Berlin, lauter Bundesliga-Clubs. Und mit dem nächsten Transfer werden die Jungs sogar noch stärker, denn die holen sich jetzt einfach mal Lionel Messi. Und das hier sind die Final Four. Mainz 05, RB Leipzig, Holstein Kiel und der erste FC Magdeburg. Und den nächsten Angriff starten die Mainzer und zwar nach Norden. Und das bedeutet wieder ein Duell gegen den gefürchteten FC Magdeburg. Und dieses Mal sollte es für Magdeburg den ersten Rückschlag geben. Dach in die Mitte auf Haaland und der macht das 1-0 für Mainz. Und Junge, warum leuchtet das Logo von denen so? Und Neuzugang Haaland zündet direkt für die Mainzer. Kurze Zeit später rettete Courtois zweimal in allerletzter Sekunde. Aber ein paar Minuten später war auch er chancenlos. Burkhardt im 1 gegen 1 und diesmal macht das. Und Mainz führt 2-0 gegen Magdeburg. Aber es wäre doch nicht der erste FC Magdeburg, wenn die nicht noch ein Ass im Ärmel hätten. Nee, Spaß, Freunde, es gibt nicht immer ein Happy End. Mbappé hatte genau eine Chance noch und sie verloren mit 2-0 gegen Mainz. Und zack, so schnell kann's gehen, schnappen sich die Mainzer einfach mal halb Deutschland. Ach so, und dann auch noch Kylian Mbappé. Mbappé und Haaland jetzt also gemeinsam im Sturm bei Mainz, das könnte kriminell werden. 3 Mannschaften sind also noch im Rennen und den nächsten Angriff starten schon wieder die Mainzer. Aber gegen wen? Im Norden gegen Holstein Kiel oder nach unten gegen RB Leipzig? Und es wird RB Leipzig. Wer sichert sich seinen Spot im Finale? Wir finden's raus. Bis zur 55. Minute geschah nix in dem Spiel, aber dann passierte diese kuriose Situation. Die Leipziger Lewandowski, jetzt aber Guardiol, der Ball ist nicht drin, das gibt's nicht. Oh mein Gott, glücklich für Mainz. Timo Werner mit dem Schuss, Pfosten. Oh, das wär's gewesen, kurz vor Schluss für Leipzig. Leipzig drückte weiter und hatte den Matchball. Nochmal Werner vielleicht. Letzte Chance, Szoboszlai hat den 100%igen in der Nachspielzeit und Leipzig schlägt Mainz, da bin ich mir sicher. Und tatsächlich, Leipzig schlägt Mainz, verteidigt sein eigenes Gebiet und holt sich außerdem das komplette Gebiet der Mainzer. Und somit regieren die Leipziger über knapp 90% von Deutschland, außer den Norden. Der gehört noch Holstein Kiel. Und somit stellt sich die Frage, wer den letzten Angriff in diesem Video startet und es wird Holstein Kiel sein. Und ja, logischerweise greifen die nach Süden in Richtung RB Leipzig an. Aber davor verstärken sich die Leipziger noch schneller mit Cristiano Ronaldo.
Und damit geht es rein ins große Finale. Aber davor lasst doch gerne noch ein Abo auf diesem Kanal da. Dankeschön. Und die erste Chance gehört den Kielern. Oh mein Gott, wie geht der nicht rein? Doch dann fiel das Kacktor des Jahres. Lewandowski, das Tor ist leer. Was ist das? Ein Fehler von Oblak und Leipzig führt mit 1:0. Aber so ein Torwartfehler, das darf in dem Finale nicht passieren, Freunde. Oblak hielt die Kieler mit einer Glanzparade im Spiel und dann war es time to shine. Fabian Reese mit dem Ausgleich 1:1 und es ist alles wieder offen. Und nur 3 Minuten später wurde es für die Kieler sogar noch besser. Benzema, Kiel, Benzema macht das Tor für Kiel. Ich glaub's nicht, die drehen das Spiel hier. Und auf einmal läuft Leipzig die Zeit davon. 15 Minuten noch, können sie nochmal zurückkommen? Schlager, Nkunku, Cristiano Ronaldo. Zum Abschluss muss jemand kommen. Ja, Oblak hat ihn. 5 Minuten muss Holstein Kiel noch durchhalten. Dann sind sie die beste Mannschaft Deutschlands. Schaffen sie das? Letzte Sekunde, letzte Chance für Leipzig. Ronaldo mit dem Volley, der geht nicht rein. Und der Schiri pfeift ab. Und Holstein Kiel gewinnt das Finale und ist offiziell die beste Mannschaft Deutschlands. Und wenn dir diese verrückte Challenge gefallen hat, dann wird dir sicher auch diese hier gefallen. Also hier klicken und angucken. Und vergiss nicht zu abonnieren.